Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. Ja, wir sind wieder in unserem wunderschönen Zoo, der irgendwie immer mehr Form annimmt. Sobald wir gleich hier einmal rum sind, dann wird es eh schon riesiger Zoo langsam werden. Das Rentier wird sich... Wie oft pannen die sich eigentlich? Wie viel sind da mittlerweile drin, die ich verpasst habe? Also ich lese von euch immer, wir pannen uns. Oh, guck mal, an der Treppe, sie können zuschauen. Psch. Aber was mich jetzt ernsthaft interessiert, wie viele Tiere sind mittlerweile hier drin? Drei. Aber, ah, beide sind aber schwanger. Ja, mittlerweile hier auch eine Pflegerhütte untergebracht. Bedeutet, hier können sie auch jederzeit ihr Futter herstellen. So. Ich hätte aber trotzdem immer noch gern Steppenzebra. Also das wäre ja ein absolutes No-Go, wenn ich sowas nicht hinkriegen würde. Ein Steppenzebra. Keine Steppenzebra. Anetzgiraffen. Steppenzebra habe ich schon. Kleiner Panda. Netzgiraffe. Gibt es keine Rappenapilote? Lass ist sibirischer Tiger, Schneeleopard, Tüpfelhyäne, Springbock, westafrikanische, westlicher Schimpanse, westliche Flachlandkorinne, Flusspferd. Flusspferde haben wir gerade mal eins. Eisbären werden natürlich auch. Japan-Macker, was ist ein Japan-Macker? Oh Gottes Willen, das sind die Rotarschaffen. Königstiger, Bongo, Bonono, Gepard. Gepard. Wir haben 2 Minuten, dann gehen wir kurz mal in Zoopedia. Kann ich von euch rein theoretisch Weibchen nur eins? Und da geht nur ein Männchen bis zu einem Weibchen. Okay. Wir werden das Let's Play eben in der Zukunft ein bisschen abändern auch. Aber das halt auch erst, wenn ich wieder zurück bin. Ah, warte mal, ich wollte das Tier kaufen. Oh, wir sind mit den Steppenzebras durch. Gut, dann können wir gleich mal hier in die Doppelbox-Forschung noch reingehen. Ich wollte aber eigentlich was ganz anderes. Ich wollte hier, nein, Tierhandel. Das jüngere Gepardenweibchen kaufen. Kostet mich auch 900. Holla die Waldfee. Dann würde ich hier jetzt nicht einen Weg nach hinten bauen. Dass wir dann hier vielleicht so einen Rundweg außenrum bauen. Oder hier kommt sogar ein großer Weg, der abgeht. Wie breit war? Machen wir den 6 Meter? Ne, machen wir auch 8. Kein Mitarbeiterweg. Wir haben schon voll viel Wege erhalten. What the fuck? Natürlich Weg, der dein Gelände mit durchgehenden Wilsen unterteilt. Könnte man natürlich mal in der Zukunft überlegen, ob man da was ändert. Braucht eine höhere Länge, bitte. Und da stößt er dann auf den äußeren Ring. Wenn ich hier noch voll machen, vielleicht ein riesiges Gehege für ein paar Tiere. Ah, da geht die Sonne auf, Leute. Oh, schön. Weil ich hätte hier gerne so das Gehege gehabt für die Geparden. Bedeutet, wir nehmen jetzt hier die Barriere aus Einwegglas natürlich direkt wieder. Stecken die hier hin. Nee, das geht ja gar nicht, wir müssen machen so. Nee, warte mal, das war gar nicht der Plan.
Ich würde gerne hier in der Mitte nochmal einen Stab bauen. Genau, und dann von hier aus mit Wellblech weiterbauen diesmal. Oh, was ist passiert? So. Warte mal, hier kann noch Wellblech hin. Da schreckt man sich bei dem Sound ja volle Wäsche. Da muss eine Soundwarnung hin. Vorsicht, laut, knallt. So, was ich wieder sehe, ist, dass die Einweggläser falsch herum platziert wurden. Die müssen nämlich umgedreht werden, Leute. Außerdem heben wir das Ganze auf 3 Meter wieder an. Perfekt. Wäre eigentlich eine Idee, ne? Rentier wird bald einen Nachwuchs haben. Ui! Eine Richtung, was... ne, wir brauchen fürs Gehege noch... Barrieren. Ich denke jedes Mal, ja, muss ich... Oh, ups. Sind die wieder... Warum macht das Spiel das mit mir? Warum? Ich nehme doch einfach die Einstellung, die ich eingestellt habe. Doch gar nicht so schwer. Das ist Temperatur, ich brauche Wasser. Wir haben hier wieder kein Wasser. Alter, das ist ja Horror. Oh, das Rentier hatte Nachwuchs, das will ich aber angucken. Reinzoomen. Gott, schaut das putzig aus. Ich hätte mir nachher echt schwer tun, die Namen, die Folgen zu benennen. Aber hier ist ein Rentier. Süß. Jetzt kann ich auf wie viele Videos bin ich denn? 10 Videos auf dem Namen. Da sind mindestens 2 von falsch. Ah, du bist ja richtig süß. Oh Gott. Attraktivität 1600. Steppenzebra wird auch bald Nachwuchs haben. Schauen wir noch kurz zu. Ist eigentlich breiter geworden? Ich glaube, es ist breiter geworden, oder? Es ist wirklich trächtig. Schaut schon so aus, ne? Wie ist überhaupt hin? Obwohl, du bist auch so dick. Also entweder macht das Zebra gerade Steak aus sich. Oder es ist ihm kalt. Aber warum sonst sollte es drüber stehen? Oh, es geht los. Es geht los. Oh. Fohlen, Zebra. Zebra, Fohlen. Süß. Oh, die Folge ist super. Aua, das tut doch weh. Au. Oh, das war süß. Oh, das war so süß. Ja, warum bist du eben in der Transportbox schon wieder drin? So. Wir haben das erste Transportgeschäft erforscht. Wir haben das erste Transportgeschäft erforscht. Oh Gott. Was ist es? Transportgeschäft. Flussbootsfahrgeschäft? Was? Einbahnschienen. Also rein theoretisch könnte ich hier drüber so eine Einbahnschiene fahren laufen. Ist ja keine doofe Idee, hier so außen am Rand lang oder so in der Mitte drüber einmal. Also du bist ein Flussbootfahrgeschäft. Also rein theoretisch fährst du auf dem Fluss.
Hast du trotzdem Jeans? Hä? Was ist, wenn wir das hier hinbauen und das halt wirklich hier rumfährt dann? Ha. Station mit Eingang links und Ausgang rechts. Ich würde das gerne ausprobieren. So. Ja, können wir gerne machen. Das wird eine sehr interessante Sache. Höher. Kann ich die Länge automatisch tun? Schienenstützen an aus. Ist halt ein bisschen problematisch, ich muss jetzt nicht Stützen bauen dann. Da merkt man wieder das Originalspiel drin. Da wollte es nochmal ihr altes Spiel reinbringen. Ich verstehe schon, ich verstehe schon. Ich muss jetzt leider aber das mal machen. Nein, wollte ich doch gar nicht so. Also rein theoretisch soll das ja so rumlaufen und dann wieder so reingehen. Ich würde mal sagen, das lassen wir fürs Erste so. Es bringt sich ja nichts, wenn wir es warten. Sind, holt die Viecher doch aus ihrer Transportbox. Wir können. Wie? Was? Nein, nicht schon wieder ein Tier. Da müssen wir erst halt, damit es attraktiv genug ist, einmal hier außen rum. Ansonsten bringt sich das ja nichts. So mit einer Eisenbahn. Ich kack ab. Wenn ich hier verstehe zwischen aktuellen Schienen nicht möglich. Aha.
Aha. Weil eigentlich hätte ich das dann gern, dass das sozusagen hier am Berg lang wieder zurückgeht. Hier über so wieder durch und hier außen wieder zurück. Ah, das müssen wir mal anders machen, beenden. Und vor allem passt das nicht so, wie ich es ja gerade habe. Das ist Blödsinn eigentlich. Eigentlich ist das reiner Blödsinn gerade gewesen. Dafür bräuchte man einen ordentlichen vollen Zoo schon. Ganz ehrlich. Ja, aber das war's auch für diese Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, warte mal. Das machen wir noch schnell. Bis dann. Ciao.